Zum 60. Jahrestag der römischen Verträge haben am Samstag in Berlin tausende Menschen mit einem March for Europe für die Europäische Union demonstriert. Hier die Stimmen von einigen Teilnehmern. Und ich finde, dass diejenigen, die für etwas sind, auch mal auf die Straße gehen sollten und nicht nur die kleinteilig Denkenden und sehr laut Protestierenden. Und ich bin von der Generation, die mit Europa aufgewachsen ist, und ich habe viel profitiert, mein Sohn auch, und ich bin dafür, dass das auch weitergeht. Weil wir wollen Europa feiern und zusammenhalten und irgendwie Europa ist schön und wir wollten das dann zeigen. Ich bin begeisterter Europäer. Verstand und Emotionen, meine Kinder, meine Arbeitswelt, ich war lange in verschiedenen Ländern Europas. Ich fühle mich viel mehr als Europäer denn als Deutscher. Wobei ich auch die USA und Kanada eigentlich mit einbeziehe, trotz gewisser Schwierigkeiten gegenwärtig nicht. Ich finde, das ist die größte Idee, die überhaupt in letzter Zeit entwickelt worden ist, und ich stehe voll dahinter. Der Marsch startete am Bebelplatz und führte bis zum Brandenburger Tor, wo symbolisch eine Mauer der Intoleranz und des Fremdenhasses eingerissen wurde. Europa stehe nämlich für Vielfalt, Offenheit und Toleranz, hieß es im Aufruf zu der Demonstration.